Rostock. Okay. Liebe Zuhörer, Zukunftsforscher sind der Meinung, dass innerhalb weniger Jahre 200 Millionen Klimaflüchtlinge in der Welt herumreisen. Einer der Forscher fragte rhetorisch: Wie groß ist die Quote, für die Dänemark die Verantwortung übernimmt? Im Hafen von Warnemünde liegt heute ein alter dänischer Fischkutter mit Flüchtlingen an Bord. Der Kutter gehört einem kleinen Umweltverein namens Lebendes Meer. Der Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Artenvielfalt des Meeres zu bewahren und Fische und Fischerdörfer zu unterstützen, die naturschonende Fangmethoden anwenden und schonendes Gerät gebrauchen. In Verbindung damit interessiert sich unser Verein auch aktiv für kleine Entwicklungsprojekte für Küstenfischerei im ärmeren Teil der Welt. Die von uns Menschen geschaffenen Klimaveränderungen verändern auch die Natur und die Lebensbedingungen der Menschen überall, wenn wir nicht handeln. Unser Verein fokussiert auf das Meer und die Menschen, die ihre Lebensgrundlage und Nahrung aus dem Meer holen. Wir waren erschüttert, als ein dänischer Forscher äußerte, dass in 60 Jahren alle Korallenriffe der Welt zerstört sein werden, als Ergebnis der Versäuerung, die der CO2-Ausstoß mit sich bringt. Unser Verein hat ein Projekt in Eritrea und dort habe ich mehrere Male kleine Fischerdörfer auf sehr niedrigen und flachen Korallenriffen im Rosenmeer besucht. Ich besuchte die Friedhöfe und Grabplätze und stellte fest, dass die Fischer schon seit 1000 Jahren dort leben. Und ich dachte, in wenigen Jahren stehen diese Inseln und ihre Bevölkerung unter Wasser. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die reiche Artenvielfalt um die Korallenriffe herum und die dazugehörenden Fische, von denen die Fischer liebten, werden verschwinden, weil das CO2 den Kalk abbaut. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Was geschieht mit all den fast mikroskopisch kleinen Tieren mit äußerem Kalkskelett, die so grundlegend sind für die Nahrungskette des Meeres? Ist das Meer in Zukunft überhaupt in Stande, eine Ernährungsgrundlage für die wachsende Bevölkerung der Welt aufzumachen, in einer Situation, wo immer größere Landgebiete wegen zunehmender Dürre oder Überschwemmung nicht mehr nutzbar sind? Der Klimagipfel von Kopenhagen im Dezember 2009 endete mit einem beschämenden Fiasko, weil die führenden Kräfte der Welt keine Führungskraft beweisten und auf zynische Weise versagten. Damals wurde uns in unserem kleinen Verein bewusst, dass wir verpflichtet sind, selber unseren kleinen Beitrag zu leisten.
Wir müssen dazu beitragen, dass die Leute sich für die Zukunft der Welt einsetzen und auf mitmenschliche Weise sich um die vielen Millionen kümmern, die aufgrund von Klimaänderungen und Kämpfen und um die Ressourcen der Welt umziehen müssen. Deswegen sorgte der Verein Lebendes Meer zusammen mit dem dänischen Künstler Jens Galschiøt Anfang 2010 für den Kunstevent Das Flüchtlingboot Anton. Tausende in Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland haben sich seither gesehen. Leider hat sich in den letzten Jahren seit 2010 die Lage für die Flüchtlinge schlimmer verändert. Wir stehen mitten in einer Zeit, die anstatt nach Brutalität und Beherrschererkenntnis schreit, dass für uns alle Platz auf dieser Erde rund sein muss und deshalb ein Recht auf ein gesichertes und würdiges Leben haben. Die Klimaveränderungen und die allzu große Ungleichheit in der Welt schafft die Grundlage für die Völkerwanderung. Die Länder mit den nötigen Ressourcen brauchen daher mitmenschliches Verständnis, Einfallsreichtum, Handlungskraft und Nächstenliebe, um die anstehenden Probleme zu lösen. Mit dem Flüchtlingsschiff möchten wir bei den Zuschauern empathische Gefühle gegenüber den notleidenden Menschen erwenden. Wir wünschen, dass alle Bürger begreifen, dass wir alle verpflichtet sind, auf die verantwortlichen führenden Personen in unseren Ländern Druck auszuüben, Führungsqualität zu beweisen und konstruktiv und mitmenschlich zu handeln. Einerseits vorbeugend, um die Gründe für die Flucht abzubauen, andererseits, um den Flüchtlingen eine gleichwertige und würdige Behandlung zu sichern. Wir müssen bedenken, dass die Theorie von Treibhauseffekt schon aus dem Jahr 1890 stammt. Wir hatten Zeit genug, um zu handeln. Wir müssen nun handeln, weil wir mit im industrialisierten Teil der Welt die Hauptverantwortung für die Situation der Flüchtlinge haben und immer noch den armen Teil der Welt auszubeuten. Wir hoffen, dass das Flüchtlingsschiff auch hier in Warnemünde Rostock die Menschen bewegt und zum Denken anregt. Wir freuen uns auf den Dialog auf dem Kai vor dem Flüchtlingskutter in der kommenden Woche. Ich danke Ihnen.